Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dino Crisis hier auf The Nerd and Way of Life mit mir, dem Dre. Hat sie sich gerade tatsächlich gehalten? genau, ja, in der letzten Folge sind Dinge passiert. Ich bin hauptsächlich durchs Gink geschlichen. Und habe versucht, mich zu orientieren. Oh, das. Oh. Nee, doch nicht. Vorlesungsraum, Vorhalle. Oh, doch. Okay, ganz ruhig. Okay. Was ist 00 Schrot? Behalten wir erstmal, ist noch nicht so viel davon übrig. Genau, ich habe nämlich versucht, mich zu orientieren, was mir relativ gut gelungen ist, möchte ich mal sagen. Denn wir sind schließlich jetzt da, wo wir jetzt sind, wo auch immer das sein mag. Wir gucken jetzt kurz nochmal auf die Karte. Da. Waren wir da schon mal? Eventuell. Eventuell bin ich sogar da, wo ich hin will. Eventuell ist hier der Raum. Moment. Also hier komme ich hin, indem ich durch den Lüftungsschacht im... Oh, fuck. Im Bad nämlich gehe. Holy moly. Regina. Komm schon. Manchmal kann man sie auch umschmeißen. Nein, jetzt muss ich nachladen. Okay. Der lebt. So, oder? Ich bin unsicher. Er lebt noch. Er lebte noch. Er lebte noch. Jetzt lebt er nicht mehr. Uff. So, und ich blute. Deswegen benutze ich einen Blutstiller. So. Genau, also hier ist man durch das Lüftungsgitter durchgekommen, indem man, da kommt man beim Badezimmer raus, bei den Toiletten raus. Natürlich kommt er jetzt von hinten. Bleib liegen. Bleibst du liegen? Ja. Alter, was sollte das denn jetzt? Ich meine, ich wusste, dass hier zwei unterwegs sind, aber was sollte das denn jetzt? Oh, fuck, ich hätte einfach eine Medizin S++ nehmen sollen. Fuck. Moment. Ach, hab ich nicht mehr, ne? Hab ich nicht mehr. Wie viel S++ habe ich denn? Ein. Ja, völlig aus dem Konzept gebracht. Ein Stecker, yay! Scheiße, jetzt hat er mich völlig rausgebracht. Vorlesungsraum, genau, hier haben wir den Schlüssel für... Ja, auf jeden Fall haben wir den Schlüssel gefunden und geil, hat uns hier das Leben gerettet, das war cool. Genau, hier. Aber... Wo ist dieser Raum, wo man die ID-Karten beschreiben kann, verdammte Scheiße. Wo kam dieser zweite auf einmal her? Hier ist doch, genau, hier ist noch diese Tür. Büro. Das ist der Raum. Und es klingt nicht so, als wäre gerade ein Dino hier drin, ne? Ich würde eigentlich auch ganz gerne mal die Waffe ganz kurz wechseln, weil für die... Pistole. Genau, habe ich ja 34 Schuss. Das ist nicht wenig. So, hatten wir uns hier drinnen schon mal umgeguckt? Ich glaube nicht, ne? Ich bin, glaube ich, nur reingegangen und dann wieder raus. Dort befindet sich ein Memo. Willst du das Memo lesen? Ja. Die Transferdokumente dieses Mitarbeiters sind noch nicht eingereicht worden. Paul Baker, Pager Nummer 1123. Aufschreiben. Irgendwie ist die Musik sehr laut. Pager
Eins, zwei, drei. Forschungspersonaltransfer. Früher Sektion Spezialflugzeugumbau. Spezialflugzeug-Experimentierraum. Jetzt Sektion dritter Energiestabilisator-Experimentierraum. Muss ich mir das aufschreiben? Paul Baker. Hey, G-Nummer. Ey, bevor ich nachher dreimal im Kreis renne, ne? So. Da muss ich mal ganz kurz gucken, dass ich die Musik irgendwie leiser kriege. Das ist ja heftig. So. Jetzt ist eventuell das Surren der Leitung lauter zu hören. Dafür entschuldige ich mich. Falls es nicht zu hören ist, ignoriert das, was ich gesagt habe. So, diese Akte möchte ich gerne. Alter, die Perspektive ist hier echt kacke gewählt. Das muss man einfach mal so sagen. Eine Datei mit Hinweisen für das Personal. Willst du die Datei lesen? Natürlich. 3 Jahre sind seit dem tragischen Unfall vergangen. Die Leistung des neuesten Stabilisators wird heute getestet. Vor 3 Jahren zerstörte die dritte Energie die Einrichtung und tötete 150 Mitarbeiter durch einen einzigen Überlauf. Um einen solchen Unfall zu vermeiden, werden wir jede erdenkliche Vorsichtsmaßnahme ergreifen, die Sicherheit gewährleistet. Eins noch. Kürzlich nutzte jemand das Terminal in diesem Raum, um eine ID zu fälschen und sich unerlaubt Zutritt zu verschaffen. Okay, egal. Wir haben heute ein Meeting darüber, wie so etwas in Zukunft unterbunden werden kann. In jedem Fall muss alles Personal auf die Sicherheit dieses Terminals achten. Wer den Raum als letzter verlässt, sollte die Tür unbedingt abschließen. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht, sonst wäre die Tür nicht offen. So, und hier ist jetzt nämlich das Terminal. Ein Gerät, das die Daten einer ID schreiben kann. Die Daten des Personals der ersten, zweiten und der Ebene B1 sind in diesem Terminal registriert. Um Daten schreiben zu können, benötigst du eine ID-Karte. Hab ich. Irgendwo hab ich die. Warte. Initiere Kartendatenschreibsequenz. Meine Fresse, wie kann man denn diese Wörter so kompliziert machen? Personalregistriernummer eingeben. Siehst du? Ha! Boah, ich bin so gut, Alter. Wen wollen wir denn jetzt haben? Mark Doyle ist der Typ vorne am. Würde ich sagen, Paul Baker, oder? Nehmen wir 5814104. Die Registriernummer wurde verifiziert. Bitte geben Sie die Fingerabdruckdaten ein. Greife auf die gewünschten Daten zu. 6-Stabilisatoren-Experimentierraum. ID-Forscher Paul Baker. Willst du die Kartendaten neu schreiben? Die Kartendaten wurden überschrieben. Die Datenkarte kann neu überschrieben werden. Blablabla. Gut, dann haben wir jetzt eine Paul Baker Forschungskartendaten. Also habe ich jetzt eine Forscher-ID-Karte? Ja, ne? Oh, fick dich. Ach, guck mal. Okay. Das ist ja gut. Dann ist die Tür jetzt ja offen. So. Niemand hebt ab. Wenn du die Leitung auf Halten stellst, wird der Apparat automatisch weiter pagen. Willst du auflegen, nachdem du die Leitung auf Halten gestellt hast? Ja. Das ist ganz interessant. Ich vermute mal, die Leiche, die jetzt da oben... War das oben? Oh, fuck. Gott. Was? Wieso? Ah, Rina! Der kommt doch hier durch, oder was? Wo bin ich? Wo will ich hin? In die Haupthalle. Komme ich von hier in die Haupthalle? Nee. Ja, theoretisch.
Was? Komm schon! Verarsch mich doch, Alter! Ne, warte mal, hier ist eine Vorlegung. Von hier komme ich nirgendwo hin. Oh, warum habe ich denn so eine beschissene Orientierung? Da, genau. Genau in die entgegengesetzte Richtung wollte ich. Fuck. Wir hätten jetzt das Viech direkt vor mir. Dann baller ich ihn über den Haufen. Komm noch ran, du Hund, du! Du schuppiges Pony! Kipp doch einfach um! Alter, wie viel? Er lebt noch. Er tut nur so. Er lebt immer noch. Oh, er lebt noch. Jetzt ist er tot. Ja. Meine Güte, Alter, was ein Stress hier. Was ein Stress hier. So, hier, Exit. Da wollte ich durch. Aha. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, was ich sage. Der Pager. Genau, der Typ, der oben da lag bei dem Fahrstuhl. Ach, hier. Guck mal, perfekt. Gut, kann ich den Pager beantworten, damit er jetzt die Fresse hält? Er trägt weiße Kleidung, vermutlich ein Forscher. Du hast das Signal des Pagers abgestellt. Vielen Dank dafür. Ich wusste aber vorher schon, dass das wunderbar ist. Ist okay. Ich habe die Karte benutzt. Ich habe doch noch einen Fahrstuhl bei dem Kommunikations- oder Kontroll- oder whatever. Egal, gucken wir später rein. Gut. Ist richtig, Alter. Danger. Weißt du was? Durch ihre Größe sind diese Kugeln noch zerstörerischer als SG-Kugeln. Okay, dann nehmen wir die nicht. Klappt. Die auch nicht. Wir nehmen jetzt die normale. Alter. Ich hab's geahnt. Der wacht wieder auf. Die Hüfte, sie blutet nicht, alles gut. Blutstiller, jo, nehmen wir. Meine Güte. Du blödes Sau. In dem Feld wird eine Karte von Ebene B1 gezeichnet. Willst du die Kartendaten speichern? Natürlich, die Kartendaten sind gespeichert. Die Karte steht nun im Kartenmenü bereit. Karten. Metal Gear? Ah, herrlich. Was ist das? Ach, das ist nur das Symbol, ne? Das Logo von denen. Aber das war eine Akte, genau, die wollte ich lesen. Aber die Akte lesen will. Eine Akte mit dem Titel Sicherheitshandbuch Teil 1. Willst du die Akte lesen? DDK, das elektronische Schlosssystem der Einrichtung, ist überholt worden. What? Ein neues Codesystem, das mehr Sicherheit gewährleistet, wurde eingeführt. Bei der Passworteingabe müssen Sie Folgendes beachten. Zahlenbasiertes Schlüssel dekodieren Teil 1. Holen wir bitte alle mal unsere Bachelorarbeit in Mathe raus. So, geht los. Wenn sich im Schlüsselfeld Zahlen statt Buchstaben befinden, können die Zahlencodes für Buchstaben darstellen. Hier ist eine Korrespondenzliste von Zahlen und Buchstaben zum Dekodieren. A gleich 1, B gleich 2, C gleich 3. Das ist ja lächerlich. Fuck, das wird ja richtig. Was soll... Ach du Handwerk. Eben, wenn ich dann so an den zweiten denke, ne, an das, was ich mich erinnere, dass das hier echt was völlig anderes. Und die Leute meckern immer, dass Resident Evil sich verändert hätte. Okay.
Also das ist der Fahrstuhl, von dem ich gekommen bin. Was ist denn hier? Ich habe das Gefühl, dass ich auf der anderen Seite des Gitters schon mal stand. Er ist kaputt. Sieht nicht aus, als könnte er repariert werden. Zumindest nicht von hier, ne. Aber mehr ist dann hier auch nicht, oder? Ach doch, dieser Fasch. Wurde mit dem digitalen Disk-Schlüssel gesichert. Überprüfe das Gerät an der Tür und stellt das DDK-System ein. Ein DDK-Gerät, auf dem... auf ihm ist ein L zu lesen. Der DDK mit der richtigen Information wird benötigt, um das Schloss zu öffnen. Willst du den kriegen? Ja. Hab ich tatsächlich? Ach, was? Ach, du Anfänger. Okay. Moment, wie war das? Also der Key... Der Key darf nicht benutzt werden. Also... Oder muss ich den Key jetzt benutzen? Nee, oder? Aber das wäre... C, D, E, F, G, H. Labor, oder was? Labor Factory? Alter, wie ich immer nach dem richtigen... Nein. Nee. Labor... Laboratory. Laboratory. Das F darf ich doch gar nicht benutzen. Laborator. D, C, D, E, F, G. Laboratory. Ja. Danke, YouTube. Danke. Ja. Ich guck mal ganz verschieden woanders hin, ja. Scheiße, doof manchmal. Ja, manchmal sieht man das, den Wald vor lauter Bäumen nicht, wie man so schön sagt, ne? Oh, ich weiß nicht, ob ich noch genug Munition habe. Verpiss dich, ein Schuss. Doch, klar habe ich genug Munition. Gar kein Problem. Nee, 00 Schrot möchte ich bitte für irgendwas Großes benutzen. Super, und ich habe nur noch... Ich habe ja gar nichts mehr. Ich habe ja nichts. Wir hatten ja nichts. Hauptexportschlager damals. Wir hatten ja nichts. Ah, na gut, ich muss ja trotzdem durch. Nein. Ach, das... du schläfst aber, ne? Nein! Hast du jetzt wirklich auf die nach unten geschossen, du dumme Kuh? Hat er, hat sie. Du bist so ein Mischstück, ey. Niemand. Ja, guck das Viech nicht an, den hättest du vorher angucken sollen. Alter, ich hab doch sowieso keine Betäubungsmunition. Was? Bammel. Ist das mein Handy oder ist das im Spiel? Ist das noch ein Pager oder was? Alter, wieso sind hier so viele Viecher und ich habe so wenig Munition? Das ist weit entfernt von cool. Und dann ist hier ein Rätsel. Ich soll hier ein Rätsel machen mit einem betäubten Dino drin oder was? Fuck you! Schieß doch! Nein, sie lädt erstmal nach! Habe ich getroffen? Ja. Medizin.
Scheiß doch auf die Medizin, Mädchen. Ich brauch Munition. Oh ja, nee, ist klar. Ich muss jetzt hier Feierabend machen, denn die Folge ist zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich nämlich sehr, sehr freuen. Und Alter, Stress. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.